Hallo Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Let's Play Final Fantasy X. Seit der letzten Episode habe ich einiges erledigt und habe angefangen und mein Sphero-Brett komplett ausgelevelt für Tidus, Wacker und Riku. Ihr seht schon, alles komplett ausgelevelt. Ich habe mir die Zeit genommen, habe alle Felder, also alle, alle Sphero-Stops rausgenommen und habe die ganzen Felder, wo Glück unter plus 4 Felder sind, die habe ich alle per Sprengsphäroiden entfernt. Es gibt zwei Glücksfelder auf dem Sphero-Brett, die mehr als die komplett 4 Punkte haben. Einer davon ist bei Yuna hier irgendwo. Und zwar hier. Und einer ist unten bei Lulu. Und das ist irgendwo in der Nähe von. Wir sind schon auf einem guten Weg. Das hier ist noch weiter hier drüben, ja. Und zwar ist das hier. Das sind die 4 Glücksfelder. Ich habe 3 davon, konnte ich aktivieren mit den Glücksferien, die ich habe. Um die anderen kümmern wir uns später. Aber bevor wir irgendwas anderes machen, wollte ich euch gerne noch einen Trick zeigen. Und zwar habe ich offscreen mittlerweile vorbereitet, Tidus' Ekstase-Fähigkeiten freizuschalten. Und wie ich das gemacht habe, ist hier mit dem Dingo aus dem Besaid. Ich habe euch ja schon mal gezeigt, wie ihr hier ganz schnell eure Ekstase-Leiste füllen könnt. Was ich hier gemacht habe, ist eigentlich ganz simpel. Ich habe mit Wacker die Ekstase an Tidus abgegeben. Und dann mit Tidus eine Ekstase eingesetzt. Und dank der Triumph kriegen jetzt beide die halbe Leiste wieder voll und wir haben die letzte Ekstase-Technik gelernt, den Blitzballgott. Damit haben wir alle Ekstase-Techniken von allen Charakteren und wenn wir schon mal hier sind, um es einfach nochmal zu zeigen. Wenn ich jetzt den nächsten Kampf starte, haben Tidus und Wacker wieder die halbe Ekstase-Leiste. Das heißt, man gibt einfach wieder schön mit Wacker die Leiste an Tidus ab und dann können wir jetzt hier Blitzballgott spielen. Blitzballgott ist was Besonderes. Ihr werdet 8 Treffer einsetzen, bevor das Minispiel überhaupt kommt. Das heißt, Tidus rastet hier schon mal schön aus und verprügelt den Gegner. Und abhängig von eurem Freundschaftswert ist es jetzt unterschiedlich, wer euch hier den Ball zuwirft. In diesem Falle Lulu. Und dann kommt das Minispiel und ihr haut ihm nochmal schön eine drauf. Und das war Blitzballgott. Ich denke mal, im Laufe des Spiels wird sich unsere Freundschaft zu Riku immer weiter verbessern und sie wird dann irgendwann die Rolle von Lulu übernehmen. Aber eine Sache, die ich noch euch zeigen wollte, ist, und zwar, der große Vorteil ist, wenn ihr das Sphero-Brett, so wie ich, komplett ausgelevelt habt, ist, ihr könnt hier ohne größeren Aufwand, ihr seht hier für fast kaum Sphero-Levels, könnt ihr euch mehr oder weniger von einer Seite des Sphero-Bretts zu der anderen Seite des Bretts bewegen. Was natürlich super nützlich ist, wenn wir irgendwann mal wirklich versuchen, hier die Statuswerte auszuleveln. Ihr seht, ich komme hier überall hin und brauche vielleicht gerade mal so 10 Sphero-Level, um jeden Punkt auf dem Sphero-Brett zu erreichen. Ja gut, von mir aus hier 20. Aber nichtsdestotrotz, ihr seht, ihr kommt hier wirklich überall ohne größere Probleme hin. Und das ist natürlich sehr, sehr nützlich. Als nächstes wollte ich euch nochmal kurz meine Statuswerte zeigen. Das sind jetzt die Werte, die ich bei meinen Charakteren habe. Ihr seht, die sind nur minimal unterschiedlich. Das ist, weil eure Charakter eigene Stats haben. Das Geschick zum Beispiel ist bei Riku immer höher als bei allen anderen. Tidus hat eine höhere Angriffskraft als alle anderen. Das kommt einfach durch die natürlichen Statuswerte. Aber ihr seht, wir haben sehr hohe Statuswerte. Das ist jetzt noch nicht Max. Und die einzigen Statuswerte, die wir ausgemaxt haben, sind HP und MP. Da ich dann nicht höher gehen werde. Und eine Sache, die noch ganz wichtig ist, ist für das, was wir machen wollen, ein Statuswert, den ihr nicht leveln braucht, sind Magie und Reflex. Die beiden Werte sind komplett irrelevant und die werden wir auch komplett ignorieren. Also die werde ich nicht ausmaximieren. Einfach weil der Wert, ja, wir brauchen den einfach nicht. Eine andere Sache ist noch, bis auf wenige schwarze Bestias bräuchtet ihr eigentlich auch kein Glück.
Allerdings gibt es ganz wenige schwarze Bestias, die nervig sind, die ihr dann einfach nicht treffen könnt, wenn ihr nicht genug Glück habt. Und dementsprechend werde ich eine gewisse Anzahl auf Glück, also wir werden insgesamt ungefähr bei 114 oder so, werden wir Glück leveln. Das machen wir dann aber später, weil im Moment brauchen wir es nicht, denn mit den Statuswerten, die wir jetzt haben, können wir einige der Kreationen mittlerweile schon killen. Also ihr seht, das ist die Ausrüstung, die ich habe. Ultimative Waffen für jeden Charakter und die beiden Lebensschilde plus den Marshallarm für Riku. Ekstase möchte ich gerne auf Triumph haben, das haben wir schon vorbereitet. Wunderbar, dann stellen wir uns mal einigen der Kreationen in den Weg. Gebietensammlung und Artensammlung sind eigentlich mit den Statuswerten, die wir jetzt haben, ohne größere Probleme zu besiegen. Zuerst haben wir den hier. Wichtig ist bei ihm hier, er hat ungefähr 400.000 HP. Das heißt, er hat schon deutlich mehr Lebensenergie als der Endboss des Spiels. Aber ihr seht schon, ich kann da einfach nur mit Angriff draufhauen. Und der Herr kann mir überhaupt nichts entgegensetzen. Kriegt nicht mal einen Zug oder so. Also dementsprechend, ich brauche hier auch keine Rapidschläge oder sonst irgendwas. Als Belohnung Amulette, die brauchen wir auch nicht unbedingt. Dann haben wir hier den Morbul des Grauens. Er ist ein interessanter Gegner. Er wird euch in den Hinterhalt locken. Und euch mit dem Supermondgeruch anfixen. Aber Riku ist ja zum Glück immun dagegen. Und ich habe hier... Irgendwo ist es sicher. Wo ist es denn jetzt? Medica. Dadurch, dass ich jetzt auf das Sphärobrett abgelaufen habe, hat auch jeder meiner Care... Oh wow, ne, das war super. Gut, so kann man die Zustandsveränderung auch wegbringen. Das war jetzt nicht unbedingt gewollt, aber okay. Ich habe nicht auf die ATB-Leiste geachtet, wer denn als nächstes drankommt. Aber ihr seht, außer seinem Supermundgeruch kann der Morbul nicht wirklich viel. Und wenn ihr eine Schleife habt, ist das kein Problem. Einfach mit... Ihr könnt dann einfach die Sachen wegmachen und dann ist gut. Und wir haben jetzt hier das erste Mal Dunkelkristalle bekommen. Die sind ein seltener Drop von den Gegnern hier. Und die sind eigentlich gerade bei der Gebietssammlung die einzig wirklich interessanten Items. Als nächstes haben wir den Kampfteufel. Den haben wir zwar schon ein paar Mal gesehen, aber ich möchte auch ihn hier mal kurz bekämpfen. Und... nee, doch, wir machen es mit der Tombola. Normalerweise reicht auch Tidos Ekstase, aber... Ich habe vergessen, Tidus zu heilen. Und ich verkacke hier gerade sowieso wieder. Also ich muss ein bisschen Acht geben. Ich brauche nämlich die Ekstasen. Das reicht natürlich nicht. Jetzt kriege ich erstmal einen dicken Konter ab. Das ist nämlich der Grund, warum ich eigentlich mit der Ekstase angreifen wollte. Damit ich eben nicht von ihm hier gekontert werde. Aber gut, soll so sein. Ist jetzt nicht so tragisch. Wir heilen mal kurz. Wir haben jetzt die 40 Heilquellen bekommen. Die interessieren mich persönlich auch nicht wirklich. Als nächstes haben wir die Qualkönigin. Und die kann auch nicht besonders viel. Da reicht es auch einfach ein bisschen mit Angriff draufhalten. 400.000 HP hat die ungefähr. Das heißt, ja, wird ganz schnell erledigt. Die Artensammlungen sind jetzt noch nicht besonders stark. Und ihr seht, hier haben wir Lichtsteine bekommen. Auch die interessieren mich persönlich nicht so wirklich. Dann haben wir als nächstes die Midgard-Schlange, die uns in einen Hinterhalt getrieben hat und das hat uns Stein verpasst. Für sie hier und im Allgemeinen wollt ihr Steinschutz auf euren Rüstungen und die Perseus-Granaten dafür habe ich euch eh schon mal gezeigt, wo ihr die bestechen könnt. Denn ich werde als nächstes für... Oder besser gesagt, bis zum nächsten Part werde ich meine Waffen fertig ausarbeiten. Ich wollte allerdings, bevor wir das machen, einfach noch hier ein bisschen was zeigen mit den Rüstungen. Auch um euch zu zeigen, wie ihr Autoprotes bekommt. Der Cucktrees hier ist ein bisschen problematisch. Denn er hier hat eine sehr, 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 sehr hohe Ausweichchance. Das heißt, ihn zu treffen ist gar nicht mal so einfach. Aber wenn wir... Na komm schon, was ist denn heute los? Wenn wir
unsere Ekstase-Techniken benutzen, können wir damit die Ausweichchance des Gegners komplett umgehen, denn Ekstase-Techniken werden immer treffen, solange ihr die erfolgreich ausführt, und damit könnt ihr dann auch das Kaktreis besiegen, ohne dass es euch mit Kontern zu sehr auf die Nerven geht. Den nächsten Gegner, den wir hier haben, ist Espada, und Espada ist auch ein ziemlich nerviger Gegner, denn er hier kontert eure Angriffe und wird euch dann mit nervigen Zustandsveränderungen auf die Nerven gehen wollen. Und ja, ich werde jetzt hier, denke ich mal, während der Tombola einfach mal ganz kurz immer wieder die Schnauze halten, um mich kurz zu konzentrieren, um die nicht zu verkacken. Und dann können wir auch ihn hier ohne größere Probleme vernichtend schlagen. Denn viele oder eigentlich die meisten der Artensammlungen hier, ja, das sieht richtig lächerlich aus, ne? Aber viele der Gegner hier sind sehr, sehr anfällig auf Wackers Ekstase. Als nächstes haben wir den Abisswurm, der kann gar nichts an sich. Er ist nur groß und dick und ich glaube sogar, das ist der gleiche Gegner, den wir in Sin getroffen haben. Und dank unserer Möglichkeit, unsere Ekstase-Leiste mit nur zwei Kämpfen immer wieder voll zu machen, muss ich hier auch nicht großartig irgendwie was machen, um meine Ekstasen immer wieder oben zu halten. Als nächstes haben wir den Chimera-Geist. Diesen hatten wir ja schon mal gekillt für unsere Rücksphäroiden. Die könnt ihr hier sammeln, falls ihr diese lieber benutzt als eure Sphärenlevel. Allerdings brauche ich das dann nun für sich auch nicht mehr. Und als nächstes wollen wir endlich mal den Tomberry auch besiegen. Und wie ihr euch erinnert, kontert der eigentlich zu ziemlich alles. Aber auch er hier hat gegen Wackers Tombola nichts entgegenzusetzen. Mit den 12 Treffern, das ist wirklich momentan so unsere beste Möglichkeit, sehr viel Damage auf einmal rauszuhauen. Denn die Ekstase-Techniken ignorieren komplett die Ausweichchance des Gegners. Sie haben zwar nicht die Effekte der Solaris-Waffen, dass die Verteidigung des Gegners komplett ignoriert wird, was die Dinger noch overpowerter machen würde, aber sie sind auf jeden Fall stark genug. Er hier ist ein lustiger Zeitgenosse, er kann nicht besonders viel, er kontert auch nicht, aber ihr seht, er hat ein wenig Verteidigung. Und damit machen wir nicht immer hundertprozentig vollen Schaden. Zumindest nicht, wenn wir ihn nicht kritisch treffen. Nichtsdestotrotz hat er einfach nicht genug Energie, dass wir uns Sorgen machen müssten. Das Einzige, was er hat, ist, ihr seht, er kontert mit Ultima, nachdem er gestorben ist. Allerdings haben wir mit unseren Statuswerten mittlerweile genug Verteidigung, dass uns dieses Ultima nicht großartig Probleme machen kann. Die drei Gestirne hier könnten ganz nützlich sein, also eher ist keine schlechte Idee, um ihn mal ein bisschen abzufarmen. Als nächstes haben wir Abaddon. Abaddon ist auch kein großes Problem, denn wie viele andere Monster kriegt er einfach keinen Zug. Also ihr seht, ich kann den ohne gröbere Probleme erledigen. Ihr seht, er hat zwar auch eine Menge Verteidigung und hält dementsprechend, und wir machen dementsprechend nicht vollen Damage gegen ihn, aber auch das ist für uns einfach überhaupt kein Problem. Und zu guter Letzt haben wir den Herrn Voivan hier, und für ihn möchten wir wieder unsere Angriffstee auspacken. Jetzt habe ich es natürlich versaut. Ihr seht, er kontert zum Glück nicht. Dann machen wir es nochmal mit einem Gemetzel. Das sollte ausreichen. Und ich feiere das Vieh, wie es einfach so umfällt und dann tot ist. Und damit haben wir auch ihn hier erledigt. Ihr kriegt hier Freundsphäroiden. Die könnten ganz nützlich sein, aber wirklich brauchen tun wir die auch nicht mehr.
Und damit haben wir alle Gegner der Gebietensammlung erledigt. So viele sind das nicht. Hier in der Artensammlung gibt es jetzt sehr interessante Gegner und einen Gegner hier, und zwar den Koloss-Pudding, den möchte ich mir für später aufsparen. Den werden wir jetzt dieses Mal nicht erledigen. Stattdessen holen wir uns aber all die anderen Gegner. Und den ersten, der auf meiner Liste steht, ist der kleine Fenrir hier. Und den Fenrir werden wir erstmal die Ekstaseleiste von Tidus auf Wacker abgeben und ihm dann eine Angriffstee verpassen. Denn die Gegner hier haben zum Teil schon weit über 1 Million HP. Und hier lohnt es sich dann wirklich mit Wackers Angriffstee zu arbeiten. Denn ihr seht ja, er macht ja mit jedem Schlag fast, oder in diesem Falle sogar maximale 99.999 Damage. Das mal 12 sind fast 1,2 Millionen Damage. Und das ist dann ausreichend für die meisten Gegner hier, um die ohne Probleme zu erledigen. Ihr seht, ihr kriegt dafür hier Geschicksspheroiden. Das heißt, wenn ihr euer Spherobrett auslevelt und Geschicksspheroiden farmen wollt, dann bekommt ihr die von Fenrir. Als nächstes haben wir die Toucher-Echse. Auch er hier wird einfach wieder Wackers Angriffstee abbekommen, denn auch die Toucher-Echse, genauso wie der Fenrir, haben ziemlich hohe Ausweichchancen. Und auch einfach sehr, sehr viele HP, wo es einfach nur lange dauert, um die zu killen. Also ich hoffe, ihr mögt die Animation hier und ihr mögt Wackers Siegesanimation. Denn ihr werdet die noch sehr häufig sehen und mit Hass sieht das schon sehr heftig aus. Kriegen Zuckerseelen, die sind jetzt nicht unbedingt wirklich interessant für uns. Und dann was nächstes den Präterix. Er hier ist nicht wirklich besonders heftig. Er hat nur eine relativ gute Ausweichchance. Das heißt, ihr werdet gelegentlich daneben hauen. Aber wenn ihr ihn trefft, dann ja, kann er gar nichts. Das heißt, wenn ihr Probleme habt und ihn wirklich nie treffen könnt, dann benutzt einfach eine der Ekstase-Techniken. Ihr seht, er hält 2 Schläge aus. Und als Belohnung dafür gibt es Reflex-Sphäroiden. Und ja, die werden wir wahrscheinlich einfach nie brauchen, da wir Reflex nicht leveln werden. Als nächstes haben wir die Hornisse. Und bei ihr glaube ich mich zu erinnern, dass sie eine Menge Lebensenergie hat. Darum gibt es eine Angriffstee. Ah, toll. Schön versaut. Gucken wir mal, wie viel die wirklich hat. Kann nämlich sein, dass das schon ausreicht. Nö. Zumindest kontert sie nicht. Aber ich denke mal, das sollte ausreichen. Ja. Denn Tidus hat seine 6 Schläge. Für die Leute, die sich wundern, warum ich Blitzballgott hier nicht einsetze, das hat... Oh, erstmal gibt es hier Treffersphäroin. Das ist natürlich sehr nützlich, wenn ihr die farmen wollt. Macht das mit der Hornisse. Dann war es nächstes den hier. Aber eben, wie gesagt, für die Leute, die sich wundern, warum ich meine... warum ich nicht Blitzballgott einsetze, statt Gemetzel. Das hat eigentlich im Endeffekt wirklich nur mit der Art und Weise zu tun, wie das ATB-System in dem Spiel funktioniert. Ich bin da nie großartig drauf eingegangen mit den Prioritäten-Level von den einzelnen Attacken. Im Endeffekt ist es einfach so, gewisse Attacken haben eine gewisse Verzögerung und brauchen länger oder sind schneller. Eine der schnelleren Abilities, die wir haben, ist der Rapidschlag, welcher, wenn man es ganz genau nimmt, also genannt wird das eine Rang 2-Ability. Und wenn ihr einen Vergleich dazu haben wollt, Angriff, der Basisangriff ist eine Rang 3 Ability und Items sind Rang 2 Abilities, also die sind genauso schlecht wie Rapidschläge. Es gibt allerdings noch die Ability, wie hieß die? Jonglieren, glaube ich, ja. Das macht das Item benutzen zu einer Rang 1 Ability, also so schnell wie möglich. Hades Magie ist auch sehr interessant, da das zum Teil langsamere Zauber schneller wirken kann, einfach durch die, da Hades Magie eine feste Rangfolge hat und eine Hades Magie weniger braucht als zum Beispiel 2 Ultima oder 2 Flare-Zauber. Also die einzeln zu wirken. In manchen Sachen, also zum Beispiel 2 Feuer per Hades-Magie zu wirken, ist, dauert länger als 2 einzelne Feuerzauber zu wirken über die ATB-Leiste. Da gibt es eine Menge kleine Details, aber im Endeffekt, worauf ich hinaus will, ist, Gemetzel hat 6 Treffer und war, glaube ich, eine Rang 4-Ability. Und
Blitzballgott war, glaube ich, eine Rang 8 Ability. Und in Sachen Geschwindigkeit ist es einfach besser, mit Gemetzel zu arbeiten. Die Angriffstier war, glaube ich, auch eine Rang 4 Ability. Und das macht es dann halt einfach deutlich effektiver, die richtigen Ekstase-Techniken einzusetzen, um nicht Züge mit Tidus dadurch quasi zu verschwenden. Ihr seht hier bei ihm, er hat nicht besonders übertrieben viel Lebensenergie. Er hat allerdings eine sehr hohe Verteidigung und eine hohe Ausweichchance. Gibt uns MP-Spheroiden, die wir eigentlich nie brauchen werden. Darum werden wir die auch nie benutzen. Dann haben wir noch den Flügelzyklopen. Wir haben den zwar eigentlich schon ein paar Mal gekillt, um unsere Levelwaffen zu bekommen. Aber das können wir auch jetzt einfach nochmal machen. Der braucht zwei Schläge, dann ist er tot. Wichtig bei dem Flügelzyklopen ist, erstmal gibt uns Zauberabwehrspheroiden. Davon habe ich, glaube ich, aber mittlerweile auch schon 99. Können wir mal ganz gerne mal kurz nachgucken. Ja, davon habe ich Maximum. Einfach wegen der Tatsache, dass ich so viele von den Viechern schon gekillt habe, um die Waffen zu bekommen. Das heißt, ich brauche nie wieder Flügelzyklopen erledigen. Den Koloss-Pudding werde ich, wie ich gesagt habe, erstmal ignorieren. Einfach das Problem bei ihm ist, er ist komplett immun gegen physische Angriffe. Das heißt, die beste Möglichkeit, ihn zu killen, wäre entweder Magie zu leveln, was kontraproduktiv ist, da ihr Magiesphäroid von dem Pudding bekommt. Im Endeffekt ist es einfach das Problem, es dauert ewig, den zu killen. Eine schnelle Möglichkeit wäre Sanmato, allerdings kostet euch das einen Haufen Geld und ist auch ein bisschen billig. Es gibt noch eine Anima-Methode und da werde ich mich mal ein bisschen reinlesen, wie das genau funktioniert und ob ich das mit meinen Statuswerten, ohne Yuna gelevelt zu haben, trotzdem machen kann. Das könnte nämlich sein, dass wir es dann auf die Art und Weise machen, einfach um es zu zeigen. Denn Animas Schmerz-Ability kann die Verteidigung von Gegnern komplett ignorieren und das würde natürlich dann sehr gut helfen. Ich weiß aber nicht, ob ich es damit hinbekomme. Das machen wir dann später. Ansonsten, die andere Möglichkeit sind Ekstase-Techniken, aber ich glaube, er hat zu viel Lebensenergie und eine zu hohe Verteidigung, dass wir ihn nicht einfach so damit killen können. Darum lasse ich den jetzt erstmal Teilchen sein. Teilchen sage ich, Pudding. Das Anti-Teilchen hier ist ein interessanter Gegner und für ihn möchten wir Shell benutzen. Das werde ich jetzt einfach erstmal bei jedem meiner Charakter auf mich wirken. Das ist so einer der wenigen Gegner, wo Shell nützlich und notwendig ist. Darum habe ich auch auf Not-Shell oder auf Auto-Shell verzichtet, weil es nur einer ist, der es wirklich braucht. Und danach verpassen wir ihm wieder Angriffstees. Und wenn wir dann die Angriffstees einsetzen, werdet ihr gleich sehen. Das macht relativ gut Damage, so ist es nicht. Aber das Problem ist, erstmal er überlebt das und er kontert euch mit Ultima. Und sein Ultima ist deutlich stärker als das von dem kleinen Behemoth, den wir letztens gekillt haben. Dementsprechend müssen wir bei ihm zumindest ein bisschen aufpassen. Ihr seht, mit Shell hat er noch so viel abgezogen. Dann wären wir... muss ich eigentlich gar nicht. Ich wollte gerade überlegen, ich wollte Wacker voll heilen. Denn wie ich euch gesagt habe, Wackers... Die Waffen haben den Effekt, dass sie Verteidigung ignorieren. Der Damage ist aber auf HP basierend. Ich habe aber vergessen, dass das bei unseren Ekstase-Techniken irrelevant ist. Oh shit, da habe ich es verkackt. Jetzt werde ich Rikus Ekstase auch noch umgeben müssen, denke ich mal. Ich glaube nicht, dass das ausreicht. Nö. Ich hoffe, ich habe dann genug für die nächsten Kämpfe. Ich meine, ich könnte auch einfach einen Dingo killen, aber... Wo können wir es jetzt abgeben? Wacker. Wieder ein bisschen konzentrieren. Na komm, ich brauche Wacker. Und das sollte jetzt aber ausreichen, um ihn auch tatsächlich zu killen. Zwei volle Angriffstees sind bei ihm ausreichend.
Und wenn er stirbt, das ist der einzige Unterschied im Vergleich zu dem anderen, kontert er nicht beim Sterben, sondern er kontert jeden Angriff. Und war das auch geschafft. Die Zweigestirne sind für uns auch nicht wirklich interessant. So, was haben wir denn als nächstes? Der Elasul-Panzer. Ich glaube, bei ihm reicht eine Angriffszähl. Das heißt, ich mach's mit Tidus. Er ist ein interessanter Gegner, denn er hat einen, er hat irgendeinen Konter, ich weiß nicht mehr genau, wie das funktioniert, bei dem er ununterbrochen angreift, solange bis sein Ziel tot ist. Und da gab es irgendeinen Bug im Spiel, bei dem er quasi kontinuierlich angreift, aber es hatte was mit Regener zu tun, das weiß ich. Also er macht zu wenig Damage, um kontinuierlich angreifen, seinen Gegner zu töten. Und Regener heilt aber den Schaden weg, den er macht. Das heißt, er wird kontinuierlich einfach immer und immer und immer weiter angreifen. Und die können einfach nicht gewinnen. Aber ich weiß nicht mehr ganz genau, wie das funktioniert hat. Ich glaube, das müsste ausreichen. Ich hoffe es, dass ich da jetzt nicht was falsch gemacht habe. Ah, nee, doch, das ist, der war es nicht. Es gibt hier nämlich zwei Gegner, bei denen ich mit Panzerbrecher arbeiten möchte. Der Elasul-Panzer war es nicht, aber ihr bekommt hier Abwehrsphäroiden. Das heißt, wenn wir unsere Verteidigung dann maximieren werden, werden wir den Panzer hier ärgern. Dann haben wir als nächstes den Goldhorter. Er hier ist ein ganz super Gegner. Auch hier werden wir wieder mit... Ne, ich glaube, er war es auch nicht. Auch er hier wieder kriegt die Angriffstees ab. Ja, ne, er war es auch nicht. Auch er hier kein Problem. Das Interessante bei ihm hier war, als Loot bekommen wir hier 40 Lichtschleier. Das war's, was ich im Kopf hatte. Und die Lichtschleier, falls ihr euch erinnert, brauchen wir, um Autoprotes herzustellen. Das heißt, ihn werde ich bis zum nächsten Mal abfarmen, um mir Autoprotes auf die Rüstung von den anderen beiden drauf zu packen. Also den Goldhorter. Jeweils zweimal killen und ihr habt genug für eine Waffe. Und dann haben wir als nächstes den Hypnopilz. Er hier ist ein ganz lustiger Kamerad, denn von allen Gegnern ist er der einfachste, denn ihr könnt ihn mit einer Attacke direkt one-hitten. Als Belohnung dafür bekommen wir Teleportsphäroiden. Die könnten natürlich sehr, sehr nützlich sein, denn damit können wir uns ganz frei auf jedes einzelne Feld teleportieren. Also der Hypnopilz, Möglichkeit, um sich über das Sphärobrett zu bewegen. Jetzt haben wir ihn hier. Er hat uns direkt in den Hinterhalt gelockt. Das hat auch ein bisschen Damage gemacht. Aber nicht genug. Das Besondere an ihm hier ist, ihr seht, normalerweise sind Bomber ja so, dass die direkt nach einem Angriff wachsen. Bei ihm hier ist die Besonderheit, er braucht immer drei Angriffe, um zu wachsen. Die Relevanz hier ist allerdings, dass er nach fünf Schlägen tot ist. Also bringt ihm das Wachsen gar nichts. Er wird niemals euch um die Ohren fliegen. Und wir haben auch wieder hier Dunkelkristalle bekommen. Ich glaube, mich zu erinnern, dass er nichts Besonderes hatte, was wir unbedingt farmen wollen. Dann haben wir Moloch. Und Moloch hier ist ein nerviger Zeitgenosse. Der wird erstmal ein bisschen anstauen. Und zwar wollen wir hier bei Moloch mit Rikuma ein bisschen basteln. Was ihr machen wollt, ist, wir werden zwei ganz normale Spheroiden, in diesem Falle zwei Kraftspheroiden, miteinander kombinieren, um eine Panzergranate zu erschaffen. Denn das wird zu 100% Panzerbrecher auf ihn hier wirken, denn er hat eine extrem hohe Verteidigung und eine Panzerung und einen sehr hohen Widerstand gegenüber Panzerbrecher. Das heißt, es ist einfacher, zwei Spheroiden auf ihn zu schmeißen. Und dann können wir ihn wieder angriffstehen.
Und damit haben wir auch ihn hier vernichtend geschlagen. Und das Interessante bei Moloch ist, Moloch müsste uns Stärke-Spheroiden geben. Ja, Angriffs-Spheroiden. Das heißt, wenn ihr Angriffs-Spheroiden sammeln wollt, müsst ihr ihn hier abfarmen. Da wir auch über die Story schon eine Menge Angriffs-Spheroiden gesammelt haben, brauchen wir an sich persönlich gar nicht so viele. Was natürlich wieder sehr gut ist. So, als nächstes wollen wir jetzt mit Abgeben mal ein bisschen rumspielen, denn auch er hier hat wie Moloch eine extrem hohe Verteidigung. Und unser erstes Ziel ist es jetzt, Ekstase an Riku abzugeben, um auch bei ihm wieder eine... Ja, wo haben wir so die beiden Kraftspheroiden? Um auch bei ihm wieder eine Panzergranate einzusetzen. Ihr könntet die Panzergranaten übrigens auch einfach klauen oder... Also es gibt gewisse Gegner, die diese im Angebot haben, da könnt ihr sie euch besorgen. Die funktionieren nach dem genau gleichen Prinzip, 100%ige Chance auf auf Panzerbrecher. Allerdings ist es für mich einfacher, ja, ne, einfach die Ekstase zu benutzen, da die Panzergranaten zum Teil sehr selten sind und es einfach nur nervig ist, die zu sammeln. Und darum verpassen wir jetzt auch ihm hier einen Angriffstee. Und das sollte dann ausreichen, um ihn hier vernichtend zu schlagen. Und dann haben wir es auch mit der das war die Artensammlung, ne? Ja, wir haben die Gebietssammlung erledigt und damit haben wir es jetzt auch mit der Artensammlung. Oh wow, du hast mehr, ne? Wie viel hat der? Die Problematik bei ihm ist nämlich, dass er jedes Mal mit dem Gigantenschlag kommt. Der hatte in dem Fall deutlich mehr, kann das sein? Ah, für ihn hätte ich, glaube ich, sogar zwei gebraucht. Zwei Angriffstees. Ihr seht, also, wenn ihr die nicht habt, dann ist das nicht so lustig. Oh, wow. Ja, ich hätte hier zwei Angriffstees gebraucht. Da hat sie ihn erwischt. Allerdings haben wir zum Glück hier Auto-Phönix. Damit können wir ihn dann ohne Probleme zurückholen und damit hat sie ihn jetzt aber auch. Okay, für ihn braucht ihr zwei Angriffstees, also braucht ihr alle drei Ekstase leisten. Dafür kriegt ihr zwei HP-Spheroiden. Und damit haben wir es. Damit haben wir alle Sammlungen abgeschlossen, bis auf den einen, und zwar den netten Herrn Kolosspudding. Aber dann, den machen wir dann später. Ich weiß noch nicht genau, wie ich das mache. Kann auch sein, dass ich den einfach ans Ende von irgendeinem Part dranhänge und das dann einfach 10 Minuten oder so dauert, bis wir den geklatscht haben. Aber das entscheide ich dann spontan. Ich werde jetzt hier nämlich erstmal die Episode beenden und beim nächsten Mal gucken wir mal, ob wir denn mit unseren Statuswerten einigen der schwarzen Bestie ja vielleicht schon was entgegensetzen können. Ich hoffe, ihr hattet Spaß mit der Episode. Ich danke euch fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, Leute. Euer Tridi.